Boah, voll übertrieben. Oh! Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Varo. Wir sind mittlerweile in der dritten Folge. Ich befinde mich auch nun auf dem Server und bin in 30 Sekunden angreifbar. Mit im Gespräch ist wieder mal Evive. Hallöchen. Yo, was geht? Hi. So, und es geht weiter und wir dürfen F3 drücken. Ich habe gerade mich erkundigt, man darf das. Wir befinden uns gerade an diesem Spot. Wir sind auf Höhe 10, also ich habe das gar nicht mehr schlecht abgeschätzt. Das ist echt gut. Und ja, keine Ahnung, jetzt kann natürlich auch jeder Gegner wissen, wo ich bin. Deswegen werde ich mich am Ende dieser Folge hier wieder wegbewegen, bevor noch jemand denkt, ah, oh, komm, den hole ich mir mal, von dem habe ich die Koordinaten. Aber wir sind ja nicht ganz so hängen geblieben. Also wir werden auf jeden Fall auch vorproduzieren. Das heißt, alle, die es jetzt versuchen, wir werden eh nicht mehr da stehen. ja, richtig. Naja, das kriegen wir schon alles hin. Es gibt bestimmt einige, die geiern geradezu auf die Koordinaten von anderen Spielern. Ist ja auch irgendwie ja. Wohl logisch, wenn man irgendwie gut ausgerüstet ist. Warum denn nicht? Da würde ich auch angreifen. Ja. Naja, was würdest du jetzt machen? Ich bin auf Höhe 10 und baue mich hier gerade so in einem Einsergang. Also am besten... Entlang. Und meine Spitzhacke ist fast kaputt. Oh, ich muss wieder zurück gleich. Ich wäre dafür, dass du erstmal auf Höhe 11 gehst, weil man da am meisten findet. Okay. Und am besten einfach, ja, Strip Mine. Das heißt immer nach vorne, dann mal links, rechts und so weiter. Und alles cool. So. Einfach immer so 2-3 Blöcke links reinbauen, rechts reinbauen. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir diese Folge mal locker so, ja, ein Diaschwert oder sowas hinbekommen. Oh, das wär echt ein Traum. Das wäre so ein Traum. Oh, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Okay, ich muss mal eben wieder den weiten Weg nach oben bestreiten. Ich weiß nur, letztes Mal, da war es ja so, dass jeder direkt jedem erzählt hat, ich habe schon das hier, ich habe schon hier ein Diaschwert, ich habe schon da und das und das. Diesmal ist einfach gar nicht so. Ich habe keine Ahnung, was die anderen so haben. Ja. Aber, na, ich denke mal, liegt auch daran, denke ich mal, weil halt noch keiner hochgeladen hat bis jetzt. Wir nehmen ja gerade noch im Voraus auf, Leute. Deswegen wissen wir überhaupt noch null über unsere Gegner, wie es bei denen lief, ob die auch so Startschwierigkeiten hatten und so weiter. Haben wir echt noch gar keine Ahnung. So. Tja, ich hole mir noch mal eben wenig Holz. Ja, Holz brauchst du eigentlich eh immer. Nahrung habe ich auf jeden Fall genug. Ich habe insgesamt 17 gebratenes Fleisch erstmal und noch 4 rohes Hühnchen, das reicht ja. Ja, anfangen. Wenn du dir das auch noch in den Ofen reinpackst, dann sollte es dicke reichen. Genau, so. Okay, Holz. Holz, Holz, Holz. Ich hol's mir gleich mal. Okay. Keine Ahnung. Wenn ich schon mal oben bin, dann gucke ich mal, ob ich irgendwo noch eine andere Höhle finde. Kann ja sein, dass ich da das Glück habe und vielleicht eine andere Höhle direkt sehe, so auf einen Augenblick. Und wenn ich da irgendwie dann Eisen mir noch holen kann, ist es natürlich eine tolle Nummer. Hauptsache, ich verliere jetzt nicht diese Höhle mit dem Eisen und so weiter. Wir haben halt jetzt höchstens, ich sag mal so 12 oder 13 Folgen Zeit, um uns selber, also um dich zu equippen. Weil in den Regeln steht auch, dass man nur 15 Folgen lang, also insgesamt darf man nur überleben, ohne einen Gegner zu... Also du musst innerhalb von 15 Folgen mindestens mal einen Gegner wenigstens schlagen. Töten steht nicht mal drin, aber auf jeden Fall Kontakt mit einem haben und dich mal, ja, mit denen... Fighten oder ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Naja, fighten. Also irgendwie mindestens einmal anschlagen. Und das in 15 Folgen, Leute. Das heißt, in den nächsten 15 Folgen muss es Action geben. Es muss einfach Action geben und ich finde es voll krass irgendwie. Dieser noch ein Grund mehr, Varo zu gucken. Ja, ist echt so. Gut, ich bin jetzt hier, hab hier ganz viele Schweine noch gekillt. Und hier ist anscheinend eine Höhle. Obwohl, nee, das sind nur Steine. So eine steinige Oberfläche. Aber hier habe ich was. Nee, auch nicht. War nur ein Mini-Berg. Ja gut, dann gehe ich wieder in die Höhle. Mal überlegen, hast du denn jetzt noch ein bisschen Eisen übrig oder hast du alles weg? Ich habe 4 Eisen und mache mir davon gleich noch eine Dings hier. Eine Pickaxe. Genau. Ja, okay, perfekt. Da ist noch eine Kuh, die hole ich mir wegen dem Leder für den Zaubertisch. Ah, da denkt einer mit. Ja. Ach stimmt, für den Zaubertisch brauchen wir dann auch noch einen Dia. Und hier sind Melonen. Wow. Wir haben einfach eine Welt mit Melonen gefunden und noch mehr Kühe. Yo! Fehlt nur noch das. Bau alle Melonen ab, die du findest. Okay. Weil Melonen, also Essen generell, irgendwann geht's aus und dann ist es wieder voll blöd. Gerade wenn du gerade Dias farmst oder irgendwas machst und dann hast du einfach nichts zu essen. Das ist echt schlecht. Ja.
Okay, ich hätte am Anfang, also wie schnell sich auch alles wandelt irgendwie. Ich hatte am Anfang so gedacht, okay, Nahrung wird erstmal für die ersten 5 Folgen so das dickste Problem. Und jetzt geht's irgendwie voll. Glück gehabt. So, und hier ist eine Höhle. Oh ja. Hier ist ein dicker Höhlenschacht. Oh weia. Soll ich da mal rein oder soll ich da nicht rein? Ich geh rein. Ja. Oder? Ja, ich gehe da mal eben rein, aber ich gehe wahrscheinlich wieder raus. Irgendwann. Also ich hole nur mal schnell die Rohstoffe, die ich schnell da erblicken kann. Sei aber auf jeden Fall vorsichtig. Ja. Oh, ich höre schon eine Spinne. Es geht tief hinunter. Sehr tief. Alter, ist das eine dicke Höhle. Weil lohnt es sich jetzt da reinzugehen? Ja, doch. Na okay, dann lass. Ich bin drin. Einfach rein. Ich bin drin. Ich hole mir mal eben schnell. Ah, nee, ich habe ja keine Spitzhacke. Oh. Ich habe keine Spitzhacke, aber ich mache mir einfach einen aus Steinen. Ich werde schon abgeballert von einem Skelett. Oh Gott, dann kill das lieber erstmal. Ja. So tot ist es. Oh, jetzt bin ich aber auch wieder angespannt. Hier gerade, ich baue jetzt in der Höhle mir einfach eine Werkbank und nee. Okay, ich glaube mit den Diamanten wird es heute vielleicht noch nichts. Obwohl vielleicht doch, mal gucken. Erstmal brauche ich jetzt Eisen nochmal. Ja. Ist ja auch irgendwo wichtig, dass man davon genug hat. Und ich habe echt eine dicke Höhle, vielleicht gehe ich hier auch später rein. Hol mir das Eisen oder den Ofen von der anderen Höhle und gehe dann wieder hier hin. Hm, mal schauen. Oh, Wife, wie gerne ich dich jetzt hier an der Seite hätte, der einfach so sagt, yo, komm, pass auf, hier und da kommt ein Monster, oder? Jetzt muss ich einfach in alle Richtungen mal schauen und, boah. Das ist einfach ein richtiges Handicap, weil ihr müsst ja so vorstellen, wenn man zu zweit ist, findet man natürlich auch viel schneller Diamanten, Eisen und alles. Ja, aber viel schneller, wirklich. Der eine könnte jetzt in der anderen Höhle sein und Strip-Minen. Genau. Und ich muss ja, jetzt hier... wobei, wir wären schon zusammengeblieben, oder? Ja, stimmt, auch wir. Ja. So, YOLO sind wir. Aber das ist so eine Mega-Höhle, die ich hier gefunden habe. Boah, voll übertrieben. Oh! Oh, shit! Was ist los? Oh, huiuiui. Huiuiui. Du lebst noch, oder? Ich lebe noch, Oh Gott. Ah, la. Rate mal, was gerade passiert ist. Der war einfach ein Creeper. Und ich habe ein Soundpack drin. Also so ein Sound-Resource-Pack. Und ja. Ich höre nur so, what the fuck? Und ich wusste ja, dass dann irgendwo in meiner Nähe ein Creeper sein muss. Ich drücke und genau vor mir stand ein Creeper, der einfach in die Luft geht und mich auf 2 Herzen runterdingst. Alter, Alter. Oh, übel. Mann, wo soll denn das noch hinführen hier? Ich habe jetzt echt, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie zu wenig aufpasse. Ich habe jetzt so einen Schiss. Ich werde, oh Gott, Leute, mein Herz. Ha, das kann so schnell hier vorbei sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch lebe, weißt du? Ein Creeper macht ja normalerweise noch viel mehr Schaden, aber... Boah, stell dir mal vor, wir hätten jetzt keine Eisenrüstung oder so, dann wärst du jetzt tot. Ich wär sofort tot, ey. Oh Gott. Tja, wer so eine dicke Höhle halt erforschen möchte, der muss auch solche... Oh, das ist so eine dicke Höhle, die ich hier gefunden habe. Die hat so viele Gänge, ich weiß gar nicht, wo ich überall hingehen soll. Ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, ich bleibe hier, oder? Oder was meinst du? Soll ich... Vielleicht nochmal zur Schlucht. Ich hab grad so Angst um dich, ne? Ja, ich hab auch Angst. Oh Mann, ey, da stand der. Ich hab plötzlich. Was hab ich denn eben gemacht? Ich hab Fackeln gebaut und dann kam einfach der blöde Creeper. Also, ich würde nicht mehr in die Schlucht gehen, ich würde dann da bleiben. Ja, würde ich auch machen, weil hier ist einfach so viel. So ja. Viel, wirklich. Ach, unglaublich viel ist das. Das würde locker reichen für die ganzen Varo-Teilnehmer, so viele Ressourcen, wie ich hier gerade finde. Auf jeden Fall bau dich, also wenn du jetzt. Gleich wieder vom Server gekickt wirst, dann bau dich vorher mit Stein ein, mit klarem Stein, also nicht Cobblestone, sondern richtigem Stein. Mach ich. Perfekt. Weil sicher. Ich hab immer jetzt Angst, dass von irgendwelchen Dunkeln, weil ich hab die größten Teile von der Höhle noch gar nicht ausgeleuchtet, deswegen habe ich immer die Befürchtung, dass von da einer kommen könnte. Ich kann gar nicht mehr in Ruhe abbauen, aber so ist Varo halt, Leute, so ist Varo. Und später, wenn noch Teams hinzukommen, na gut, ich hoffe, dass ich dann schon Dias und so weiter gefunden habe. Oder vielleicht heute noch, wenn ich hier auf eine schöne Lavaquelle noch stoße, das wäre natürlich top. Oh Mann, das war letztes Mal auch bei mir richtig krass. Wir waren, hatten halt unsere Öfen und so in der Höhle hingestellt und dann dachte ich mir irgendwann, ja, ich baue mich jetzt mal hier durch die Wand. Und dann baue ich mich durch die Wand, auf einmal falle ich runter und da waren 3 Creeper und ich dachte schon, jetzt wäre es rum und dann... kam Krankhaft dann noch so über mich gesprungen, hat die noch alle weggehauen, das war... Echt? Oh Gott, das war so krass, hätte ich da keinen Teampartner gehabt, ich wäre sofort raus. Ja, ich kann das gut nachempfinden, seit eben gerade. Huiuiui.
Okay, ich lebe noch, ich lebe noch. Das ist die Hauptsache. So. Ich hab 39 Eisen. WTF, ich gehe jetzt. Boah, das reicht. Eben, ich gehe jetzt nur noch auf. Also Diaz. Weiter nach. Genau, auf Diaz. Ja. Bau dir am besten gerade runter, weil dann stürzt du auch nicht auf Höhlen. Nee, ich glaube, ich leuchte hier mal so ein wenig den Weg vor mir aus, weil man kann hier wirklich schön runterlaufen. Die Wege sind schön breit, das heißt, hier ist alles noch recht übersichtlich und vielleicht findet man hier irgendwelche geheimen Kammern noch hier. Ah ja, guck hier, ich habe schon Lava gefunden. Aber nicht viel. Welche Höhe ist denn das hier? Höhe 23. Oh, das ist ein bisschen hoch. Ja, nee, das war auch nur so ein Mini-Lavastrahl. Dann gehe ich nochmal woanders hin. Warte, hast du jetzt schon Eimer? Noch nicht. Kannst du dir mal machen, oder? Du hast doch voll viel. Ja, genau, wollte ich am liebsten mir da machen, wo ich auch mich irgendwie. Achso, okay, ja, dann geh erstmal in Ruhe unten. Geh erstmal runter. Ja. So, was habe ich hier? Hier war ich schon mal. Hier geht's weiter nach unten. Ah ja, und hier geht's nochmal deutlich nach unten. Alter Falter. Alter, nee. Da vorne ist ein Creeper, der kommt in meine Richtung. Hier sind überall Monster gerade. Nee, doch nicht. Ich hab mich verschaut, aber da ist ein Creeper. Ein Treffer, zwei Treffer. Er ist tot. Das auf jeden ist Fall gut. Block mit dem Schwert, wenn dann der explodiert. Ja. Was ganz cool ist. Stimmt, daran habe ich eben gerade gar nicht gedacht. Ja. Guter Hinweis. Wenn du gleich einen Spawner oder sowas findest, ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich. Dann schau auf jeden Fall in die Kisten rein, weil wir hatten letztes Mal auch direkt eine Pferderüstung und alles. Warte, ja, wir hatten auch, also Sironik und ich, hatten auch einen Dungeon gefunden. Da waren, glaube ich, auch irgendwie eine Pferderüstung, irgendwie so ein Quatsch drin. Oh, hier ist ein dicker Zombie mit einer Goldrüstung. Was geht bei dir ab? Okay, tot ist er. Er hat mir noch Goldstiefel geschenkt, aber die brauche ich eh nicht. Oh, hey. Da ist nochmal ein Creeper da vorne. Och, Mann, ey, jetzt fühle ich mich echt umlagert. Okay, tot ist er. Ich möchte irgendwie eine schöne Stelle finden, wo viel Lava ist. Okay. Wobei, da musst du dann auch immer ziemlich vorsichtig sein. So. Ja gut, ich habe jetzt, glaube ich, hier eine ganz nette Stelle gefunden. Ja. Ich baue mich jetzt einfach hier ein wenig ein, so. Ohne Witz, ich baue mich jetzt hier ein und suche hier nach Dias, weil hier ist ein wenig Lava. Hier habe ich eine kleine Raum, musst du dir so vorstellen, der ist ausgeleuchtet durch die Lava und ja. Ja. Hier dürfte niemand reinkommen. Ich baue mir mal eben schnell einen Ofen. Wofür ich natürlich sag. Nee, ne? Was denn? Wo ist das Holz hin? Ich habe das ganze Holz aufgebraucht. Ich kann du mir keinen Ofen bauen. Gar kein Holz mehr? Nee. Nicht. Oh nee, oder? Oh doch. Das ist ein ziemlicher Rückschlag. Jetzt musst du eigentlich. Okay, ohne Holz kannst du eigentlich gar nichts, oder? Wie viele Spitzhacken hast denn du jetzt? Ja, ich habe noch zwei Steinspitzhacken. Okay, eineinhalb nee. Eher. Und dann damit kann ich kein Eisen abbauen. Oh oh. Ich bin jetzt wieder in der Höhle. Oh, es ist so spannend. Ich werde hier umhergeschickt von links nach rechts. Alter, ich höre hier auch überall irgendwelche Monster. Oh wei. Wo bin ich denn hier? Naja, ich möchte nach oben. Ich möchte jetzt nicht nach unten. Das Wasser. Ich glaube, ich schwimme den Wasserfall mal hoch. Vielleicht kam der ja sogar von mir. Glaube ich zwar nicht, aber der könnte ja nach oben führen. So, schauen wir mal. Oh doch, das sieht... Nee. Ich höre nur ein Monster und da sehe ich auch ein Monster. Da sehe ich auch einen Creeper. Schwimmgumme, schwimm. Oh Mann. Und ich habe nur noch eineinhalb Minuten, so in etwa. Das heißt, oh Gott, wenn ich jetzt, stell dir vor, so mitten im Kampf werde ich... Und mitten im Schwimmen werde ich ausgelockt. Komm dann wieder rein. Und werde einfach in Richtung Creeper geschwemmt. Naja. So, hier bin ich schon wieder viel weiter oben. Das sieht gut aus. Das ist, glaube ich, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Wie lange hast du noch? Boah, noch eineinhalb Minuten. Immer noch. Okay, dann ist ja alles noch gut. Ja, Mist, noch keine Diamanten. Man könnte wirklich noch mehr schaffen. Ich wette, andere haben schon Diamanten gefunden. Ja, war's. Nächste Folge finden wir welche. Richtig. Wenn wir jetzt noch Holz haben, dann kann es eigentlich sofort losgehen. Dann brauchst du auch gar nichts anderes mehr. Das ist die Einstellung, die ich hier hören möchte. So, jetzt gehe ich. Ich baue mich einfach mal ein Stückchen nach oben. So. Ja. Oh, weia. Die Höhle war aber wirklich mega groß. Ich glaube, hier gehe ich wieder rein. Mal schauen. Ich hasse Höhlen in Minecraft teilweise echt. Die machen einen so fertig. Ja.
Oh Mann, ey, jetzt höre ich hier eine Spinne und baue mich hier gerade so hoch, wenn die mich noch runterkickt irgendwie, aber ich glaube, dafür, das kann sie nicht mehr, weil ich hier in so einem schmalen Gang bin. Jetzt habe ich hier Erde, bitte schön die letzte Erdschicht, sag mir, das ist die letzte. Okay, in 15 Sekunden werde ich gekickt. Oh Gott, bis nach oben schaffst du es noch. Gib Gas, gib Gas. Ja, aber möchte ich das schaffen? Ich. Okay, nein, nein, stimmt, das ist eigentlich dumm. Ich bin gerade so weit, also mich findet hier kein Schwein, das sage ich mal so. Okay, dann bleib da. Okay, Leute. Dann bleib da. Hui, wir wurden wieder rausgeschmissen. Dritte Folge ist vorbei. Die war auch irgendwie, also wir wurden beinahe in die Luft gesprengt. Hallo? Was geht ab? Wir haben leider noch keine Diamanten. Mir fehlt das Holz. Daran ist es jetzt gescheitert, dass ich nicht in der einen Kammer bleiben konnte. Aber ich denke mal, wir werden dort in der Höhle nochmal Erfolge haben. Soll ich denn da nochmal reingehen, Leute? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Meint ihr, dass ich da unten Diamanten finde oder meint ihr das eher nicht? Weil die Höhle ist ja schon sehr groß, aber vielleicht ist die auch... Ja, keine Diamantenhöhle. Das müsst ihr im Gefühl haben und dann in die Kommentare schreiben. Naja, Leute, also mich würde eine Bewertung sehr freuen. Schaut bei Evive vorbei. Sein Link ist in der Beschreibung. Und ja, jetzt sage ich, haut da rein. Ich hoffe mal, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei. Und tschö mit Ö. Macht's gut, ciao.